Hello and welcome back to Everlasting Blood with Snowy. Hello and welcome back! Okay, before we continue, there was something I'm supposed. I got a. What do you call it? Bug fix? I need to go back. Oh. Oh, how exciting! Oh my god, it's still so dark in here. Oh my god, no. I'm sorry, I was about to say it's kind of beautiful, but then I saw the poor vampire on the beach. Yeah, it's like red. Thing in the air. Mist. Ooh. Okay, we're supposed to find something here. Oh, I wonder what it could be. Need. Hello? Oh. Ihr seid aufgewacht. Es wurde Zeit, Schlafmützen. Wer bist du? Warte, du gehörst nicht zu uns, oder? Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Der Name, den ihr sucht, ist Sairi Lissa. Mein Herr schickte mich, euch guten Morgen zu grüßen. Ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wer dieser Herr sein muss. Man hat keinen Augenblick Ruhe mehr. Die Welt ist voller Witzfiguren. Ihr habt beide recht, doch die Welt ist nun eine andere. Flammen verzehren, was einst war. Dies ist nicht meines Herren Vision, doch er lässt sich von seinen düsteren Emotionen vereinnahmen. Er entsandte mich, euch zu malträtieren. Und wenngleich mir seine Ideale und sein Vorgehen missfällt, bin ich nur eine simple Magd. Das bin ich immer gewesen. Er zwang mich zurück in seinen Hass, aber wir beide gehören nicht mehr hierher. Er wird es nie verstehen. Was willst du? Dass ihr meinen Herrn verstehen lasst und ihm den einzigen Frieden bringt, der für ihn noch erreichbar ist. Bringt ihn heim. Dort, wo auch wir sind. Wir, die er sich zu zwingen will. Zu sich zwingen will. Seine Vision hat wahrhaft keine Zukunft und es bricht mir das Herz. Ist das Ustras Mom? Oh! Sprichst du davon, Ustra zu töten? Das hatten wir ohnehin vor. I think his mom had a different name. So ganz verstehe ich diese komische Göre noch nicht. Oh, was ist das, Sister? Sorgt euch nicht, ich spiele in dieser Welt keine Rolle mehr. Geht und tut euer Werk. Wäre da nicht die Pflicht, für die er mich herzwang. Oh. Rostet, euer Inneres verfaulend, fühlt wie mein Herr. Oh no. What's gonna happen now? Mostad's gone. No! Du hast uns. Mein Körper verbrennt von innen. Es fühlt sich an wie dieser Zauber in der Pyramide, nur schlimmer. Oh no. Dafür wirst du bezahlen. Wärmt euch in eurem Hass, solange ihr wünscht, und wendet ihn gegen das, was einst mein Herr war. Doch ich, so fürchte ich, kann nicht erlöst werden. Das ist der Fluch, mit dem er mich band. Rasch nun, sterbliche Geschöpfe, dies wird euch nicht aufhalten. Es wird nur euren Geist beflügeln. Erweckt meinen bedauernswerten Herren, bringt ihn heim. Okay, we're rotting, I guess. Oh no. Elende Verdammnis, das wird's nicht leichter machen. Scheiß drauf, ich krieg Ustra aus so klein. Wir sollten uns ja nicht beeindrucken lassen, dafür ist es längst zu spät. Hörst du das, Walner? Die Schreie und die Flammen, wir müssen gehen. Blutrost. Oh mein Gott. Wow, interesting. So do we get damage all the time, I guess? Maybe. Should I just reload and skip this? No, we're gonna keep this. Mag das Blutrost? Do we get damage? Ah, we do, okay. Oh, that's so unfair if you didn't have like the seal or something. Okay, hello.
Willkommen, werte Besucher, im Turm des großen Pharaos. I wonder how it's gonna do in the battle. Me too. Wir beide werden heute Ihre Führer sein. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Töten. Und zwar sofort. Werte Gäste. Nicht wir werden heute Ihre Feinde sein. Battle. Oh, it's the rot. Wow! It's the clan leaders. Oh, that's so cool. Vergeht. It's okay, our mirror was taken from us. You don't need to take our helmet too. Vergeht. Get Asmus with this golden sword. Wow, so fancy. Letzte Worte. Es verspricht ein himmlischer Abend zu werden. Die Hölle wartet. Was war das denn bitte? Ich habe das Gefühl, wir sehen die beiden wieder. Okay. I'm holding my seal close to my heart. Oh. What a wonderful thing. Oh, he's normal. Yeah, but only for a few moments. Oh. Reiset meinen Namen. Dieser Kristall scheint nur aus Magie zu bestehen, sollen wir ihn zerstören. Zerstören. Oh, Bär. Oh my god! It's the Jinai Bear. Oh, you look so cuddly. Oh my god, look how much blood they actually lose. Oh my god. Are 99 potions enough? Yes? I'm not sure about this. This tower is very big. It is indeed very big. Boom! Und schon geht's weiter. Die ist verschlossen. No, I wanna believe in us. We can do this. Even we can. So much is being thrown in our way. Oh, see, it'll bad. Be a glorious triumph. Da bist du ja wieder. Danke für den widerlichen Fluch. Euer Dank gebührt nicht mir, sondern meinem Herrn, der nicht aufhören will. Ewigkeit ist nicht für ihn, und was tot ist, muss manchmal tot bleiben. Ich mag es ihm nicht zu vermitteln, aber ihr, möglicherweise. Bleibt stark. We will stay strong. Ein Blutfluch ist nicht hilfreich beim Starkbleiben. Will dir das jemand mal erklären? Ich glaube nicht, dass sie der Vernunft viel zugänglicher ist als ihr Herr. There he is! Yeah, he is there. Who are you? Oh, mummies! Black mummies, of course. Booster summons black mummies. Etchy. I'm so
surprised there isn't a boss in Vampire Stone called, like, Death the Destroyer or something. Ultimate Edge. Verrecke. Oh, but if you were going to be mummified, wouldn't it be nice to be able to pick which color of cloth you would be wrapped in? Oh, that's true. Would you pick green? Maybe, yeah. I guess that would be cool. Snowy the Green Mummy. Sind wir bereit, ihn zu zertrümmern, Warner? Weg damit. More Jinai Bears. Yay! Hello. I can do this. I hope. Oh my god, there are some rooms where I can't open the inventory. So am I gonna die because I take too long? What? But I guess they're gonna stop at 1 HP. That's okay then, I guess. I hope. Because I hate timed events. Sowas zählt uns sicher nicht auf. So what if you don't have the seal and all your vampire stones are gone? What if you don't have any healing potions? That would be a disaster. True. Und wieder magische Dunkelheit. Jinais Kreativität hält sich spürbar in Grenzen. Warum arbeiten etwas stecken, das schon so perfekt ist, werte Elaine? Gehen wir. Jedes Wort, das wir mit diesem Kerl wechseln, verursacht bei mir Brechreiz. Ihr müsst mich aber führen. Im Gegensatz zu euch Vampiren sehe ich hier gar nichts. This is so cool that Nuria is actually blind. Because she's a human. Oh, that is really awesome. I love details like that. Me too. Alles hat Trappen. Kein einziges Buch ist echt. Oh, Kuti. Fake books. The asshole. You know, I don't believe that this was it. I bet there's gonna be something else that will fuck us in the ass. Like that? No, not that. I mean something like HP reduced by 90%. Das ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Dich brauchen wir jetzt als allerletztes. Schnicke die Schnack. Am Ende war das noch ein Wesen, Jinais, um uns zu malträtieren. Mir egal, es geht uns offensichtlich nicht freiwillig aus dem Weg, also zwingen wir es. Oh my god. His eyes are closer, there's more. I know, he's so close. Very close. It's kind of scary. Oh, I see him. Wow, that is scary. Don't stop us, we're pissed. Especially Elaine looks especially angry. Yeah. Getting back to our old strength. Ruhe in Frieden, Kleiner. I don't think he's that.
No, it looks like you just ran away. Yeah. 50% of the episode is gonna be me scrolling down my inventory. Ooh. Oh, better time. Oh, another cute bear! Oops, wrong spell. Bear. Berry! He's asleep. Aww. So no. Okay, that was room number one, I think. More bears, ein weiterer Kristall. Weiß nicht mehr. No bear. Oh, who's laughing? Bear. Two bears! That was Ustra laughing. Oh, bye bye bears. It's okay. They were just illusions. Schön in die Falle getappt. No problem. Was sad to me. What? I saw a cute bear friend, but he was merely an illusion. Oh, diese Dinger werden auch nicht kreativer. Zerschmettern wir sie. Ja, weg damit. Oh Gott. Bär. Guter Freund. Do you think is cooler, like brown bear or polar bear or black bear? I don't know. It's really hard to pick. I think, oh, I really like brown bears, but yeah, maybe. I love the grizzly bear. He's so thick. Yeah. Hoffentlich war es das jetzt. I think black bears are smaller, aren't they? Yeah, they're smaller. Are they also in Canada? Oh yeah, they are. I've seen them before. Oh, oh my god, I'm scared. Here he comes. It's gonna be okay. You're strong. You're powerful. But I hate when something comes super quick towards me. That is unscary and nerving. If something is rushing after you. Bad demon. This music is cool. Okay, what's next? Oh, I forgot. That is cool. Oh no, not this room. It's okay, we can do it. Hier ist ein Schlüssel in alten Sprache. Kannst du es entziffern, Walner? Ja, ich bin gut genug bewandert in alten Sprachen. Mal sehen. So smart. Hier steht folgendes. Der Engel wanderte 8 Schritte nach unten und er fand sein Tor. Er befolgte die alte Schriftfolge, die man ihm gelehrt hatte. Okay, remember writing that down once and trying to follow it, but it was too stupid.
bis er an einen sich scheinenden Weg gelangt, an dem er nicht weiter wusste. So, er just tested it. Like, very long. Sehr subtil. Hello, Jinai Troop. They're so colorful. Oh yeah. Oh my god, my brother showed me his computer and it's like rainbow colors. It looks so cool. Ooh, that's awesome. I want a new computer, but I don't need one. I just want it for the glow. Oh, why is Miria so far behind? Is it because she died? I forgot already. I don't know, she died in that one fight. Oh. I should be paying more attention to the well-being of the party, I'm sorry. It's okay. Alright, let's try this. The colors here make me think of the waterfall area in Undertale. Oh my god, yeah. Oh god damn it, I wasn't even in there. No! Do you think looks cooler, yellow or orange? I think I'm more drawn to the yellow one out of those two. Yeah, I agree. Where's the surprise? Look, there's you. Oh my god! Oh, and that dragon is really cute. Ein ausgestopftes Tier. Ganz großer Sportverrau. Oh no, Snow, I'm so sorry. What Usta did to you is unforgivable. Oh, it's okay, I know you'll avenge me. Oh. Diese Kreatur wurde ausgestopft. Ein großer Pharao, der es nötig hat zu prahlen. I especially love how we keep getting damage even while we're in the dialogues. Ausgestopft. Hat er denn nichts Größeres gefunden? One of them is still alive. Ist das ein Mensch gewesen? Sind die Mummy there? Die Rüstung sieht uralt aus und ist voller Schmutz. Möchte wissen, wo Usta den ausgegraben hat. Oh yeah, it would make sense for it to be the mummy, I guess. Warum hat er denn eine Mumie ausgestopft? Weil nach Vorsicht! Oh mein Gott. Oh, a red one. A red and black, I guess. So purple. Oh, he is kind of purple. Purple. Like a kind of a maroon color. Yeah. Bla bla bla. Okay, komm hier. Knapp. Oh no, we're fine. Ratet mal, wer sich gerade ins Fäustchen lacht. Usta? Oh, another orange. Did you just do 66 damage on me? Wow. Oh, it's so exciting! Isn't it? Okay, Varna's back at this 999. Okay, everyone is. Okay, the stats are looking good again. But it could be that it stole some of my stats, but that's okay, we're still doing pretty well. Don't be distracted by the left side. Cannot go there yet. We're in the void. Oh my god. Fuck you. Oh my god. That saving is good. Oh, you're very tricky. Almost there! Oh my god. Oh.
Dass du das Oh, good job! Hier ist ein Schild in einer alten Sprache. Ein weiteres Mal nahm der geflügelte Bote des Herrn seine Kraft zusammen und ging einen Schritt gegen Süden. Der zerrissene letzte Zettel seiner Aufzeichnung sollte ihm den Weg weisen. Doch Wind und Wetter hatten den letzten Teil seiner Schrift unkenntlich gemacht. So ein unglücklicher Zufall aber auch. It's okay, guys. Just think positive. Can do it. Oh, fuck. Oh, no! We can do it! Oh, no, here he comes. Maybe he'll show us the way. No, he can't come here, I think. Oh. Because that arrow just distracts you. Oh, my God. I think. Very tricky. I think it's just a regular like, secret entrance. Secret passage, God. This is the teleporter outside. There we go. Oh, yes, you did it! Yay. Oh, map 30, yay! Yay! Wow, this is trickier than I thought it would be. There we go. Hello, Velma. Hallo. Der schwerste Teil seiner Prüfung stand dem Engel bevor, und so ging er ein Schritt gen Osten und betrat das Dunkel. Doch Licht spendete ihm die Schriftrolle seiner Vorgänger, der er folgte. Okay. Oh mein Gott. Dort brach sein Dokument ab. Aber der Engel hatte alle Hoffnung, den letzten Rest allein zu finden. Okay, I think we're close to the end. Yes! The Jinnai clone is showing us where we are. Oh, perfect! Okay, he lost. Oh, there he is. Ah, yes! Good job! Imagine if you stepped in there and it teleported you all the way back. I wouldn't be surprised if that happened. Is that the angel? Oh, I guess so. Oh, the blood against the blue tones of the background looks so beautiful. Ah, ja. Dieses Labyrinth an Gängen war sicher schwer, werte Gäste. Der arme Engel hat es nicht geschafft. Tragisch. Tragisch. Seid ihr beiden von Ustra erschaffen worden, um zu nerven? Wie gemein. Gemein. Wir sind hier, um euch zu motivieren. Ich kann bald nicht mehr. Die Eras waren wenigstens anständig genug, uns nicht auch noch psychisch zu malträtieren. I think he likes that word, maltretieren. Ooh. Oh, such a fancy word. I like it too. Okay, we have zero blood. I don't know if we lost it by going through there or if something happened. Oh. Ooh. Dieser Duft, dieser Gang. Seien wir ehrlich, das müsste doch kommen. Es ist abstrus, was man mit einem so kleinen Teil der Tafel alles anstellen kann. Wenn Ustra glaubt, er könne mein Schloss mit Magie einfach so kopieren, täuscht er sich mächtig. Da steckt jahrelange liebevolle Pflege drin. Schluss jetzt mit dem Geplapper, Augen zu und durch.
Oh boy, ooh, I loved this so much. What? Oh. Oh, he was tall for a second, but then he wasn't. Skeletons! Oh. Oh my god. Oh wow, look at them! It's Cosmo and Wanda. Wait, no, Wanda's pink. Oh. Oh my god, Vilna, 666. Should probably save. Oh, I'm so durch New Year. It's okay, they're not real. They're so sad. Who? The children. Oh. Oh, and look, Ustra's doing a special dance on the table with sparkles and everything. Wow. Ustra sure got the moves. You're a master at evading the skeletons. Don't say that too loud, you're gonna jinx it. Okay, sorry. Our intellect got so much reduced. Oh. What a shame. What a shame indeed. Dun, hello. Dun, dun. Ooh. I don't think we're gonna get that back, but I'm wondering. Oops. Wrong item. Oh. What happened? Ah, we were raging, weren't we? Oh, look, why does he have low? Oh, wait, it's the curse! Oh! Okay, I'm done. It's quite a curse, wow. Then now it's below. Okay, I get it now. Wow, look at all those. I always find that this type of, like, mission is easiest to do on the first try, because once, like, you failed a couple times, you know the path and you just want to rush through it and you're not thinking about as much about each move. True. I thought I could stay here, but I guess not. Singing is lovely. Sure it is. It really is. Oh my god, that guy can see really far.
So it's almost over, but I don't want to stop. Oh my god, is it? Wow, I lost track of time. Wir werden den Bastard bald erreichen, dann ist Schluss mit lustig. Oops. Verdammt. Oh no! Achtung, er will zaubern und hat es auch. No. Should save more often, like I always do. Does that guy attack? I don't know, maybe he's a friend. Is he adopted? Oh, what a shame. What is in there? Oh, there we go. Okay, concentration. You've got this. Golar. Runak. Oh. Hello, single dude. Oh, bye. Dafür wird er büßen. Runak, verdammt. Er hat doch nichts getan. Holen wir uns Ustra. Oops, same dialogue. Look, it's us over there. Hello. Wow, hi guys. Oh, they're coming with us. It's kind of cute. Oh, it is really cute. Okay. Oh no! I want to see if it goes farther, but I guess it does. Oh, I didn't save again. Oh no! Okay. Let's do this more calmly. Hmm. I think what's after this? Is it the desert part? I hate that shit. Because you're burning, I guess I need to put on my sun. Oh, didn't I forget to put on my... No, I didn't. Hello, everyone. Oh, I love stuff like this. It's so surreal and interesting. Yeah. So cool. Yeah, oh, I really like it. Me too. Okay, I should save now. Okay, good plan. What a massacre. Ustras stolze Trophäensammlung. Wow. Haben sie alle im Stich gelassen. Jeden einzelnen von ihnen. Werden dafür gerade stehen. Wir holen sie zurück, Nuria. Wir holen euch zurück. What's this? What are you up to, sir? Oh, that was tricky. I thought maybe it was gonna be like... That guy isn't attacking. Oh yeah, sorry. Oh no, don't worry about it. I was just gonna say, I thought it was... gonna be like the first time I played Vampire Stone 2 and I thought at a certain point you just had to run from the skeletons after they'd seen you. Yeah, I talked about that too. Verdammt. Oh no! Ich raste hier gleich! He's so cute! He wasn't even chasing us. He's just hanging up. Wow. Oh, it's so quiet. This? Oh nein. So cool, Thürich backwards. Das ist nicht real, Nuria. Nichts hier ist echt. Ustra will uns nur zermürben. Einfallsreich ist das Clownsgesicht hier. Na kommt, gehen wir es an und bringen gehen wir es an und bringen diese widerwärtige Parodie hinter uns.
This is so cool. Wow! Oh, this is amazing. It's an angel. Is that the same angel from back then? Was ist denn das? Das war er nicht. Sehen wir uns weiter um. Das war er nicht. Oh, I think I was supposed to do something else first. Oh! Aua! There's Nuria's house. Die Tür ist verschlossen. Ob das etwas zu bedeuten hat? Ich sehe hier nirgendwo eine Treppe zum nächsten Stockwerk. Wahrscheinlich ist es wieder eine von Usters kleinen Späßen, dass sie in meinem Haus ist. Dann beeilen wir uns und finden den Schlüssel. Ich ertrage das hier nicht mehr lange. Frag mich mal. Das Ding muss hier irgendwo in der Nähe sein. Yeah, let's find it. I see that in Paces also in Team? ? Because Malix does ? I know you're very particular about that. And you had to change every single one in Vampire's Dawn 3. Yes, oh I'm my god, sorry. What is that? It's Thürich backwards. Kirit. Thürich. Cool. That's so weird, I love it. Me too. But yes, I had to do that. Hier liegt etwas. Verdammt, irgendwo muss der Schlüssel doch sein. Miau. Die Tür scheint nicht echt zu sein. Sie ist spiegelglatt. Hey, Jaina. Oh mein Gott, how are you gonna get out here? Oh my god. No, we're trapped. They've trapped us. Go away, Lady Garbage. I'm sorry. Go away. Shoo. Lady I'm Garbage biting you. Is always causing trouble. I'm sorry, guys. Go away! Shoo! I'm glad they're actually being pushed away. That is nice. There's traps here, oh my god. Who's this dude? It's probably one of Nuria's admirers. Noch was. Irgendwo anders wird wieder etwas erschienen sein. Isn't that the Zelda sound? Oh, yeah, I think it is. They're getting faster. Oh, very cool. Hey, das sieht nach einem Schlüssel aus. Oh, no. Oh, I can go. Yeah. Okay. Shoo, just want to get away from here. Jonah? Wer ist das? Meine Kindheitsfreundin, sie starb, als wir noch sehr jung waren. Falsch, das ist eine schlechte Kopie deiner Kindheitsfreundin, Mia. Du hast recht. Achtung, sie hat Reißzähne. So, mal sehen. Der Schlüssel passt. Auch wenn ich weiß, dass es nicht echt ist, bleibt das flaue Gefühl im Magen. Wir werden nicht lange hier sein. 69. Ich
möchte Ustvans Gesicht kotzen, wenn ich bedenke, für welchen Schwachsinn er seine Energie aufwendet. Wir werden ihm vielleicht nicht ins Gesicht kotzen, aber für dieses grausige Kabinett wird er definitiv auf die eine oder andere Weise bezahlen. Oh my God. Die Schock. A little bit, oh. Yeah. I have warned you. No, it's okay. It was fun. Fuck you. What? I think the plants are starting to move. Oh no, please no. Oh no, it's the riddle room. Riddle! Sollen wir das Ding berühren? Ja. Ich kann fliegen, doch ohne Flügel. Ich kann weinen, doch ohne Augen. Wohin ich auch gehe, folgt Dunkelheit mir. Was bin ich? Okay, I guess this is a little unfair because I remember these, I think. I think it is Cloud. Ihr sprecht wahr. Unter anderen Umständen würden mich solche Rätsel vielleicht reizen, aber so ist es nur störend. Sollen wir das Ding berühren? Ja. Du benutzt ein Messer, um mir den Kopf abzuschneiden. Blut siehst du nicht. Du weinst an meiner Seite, sobald ich tot bin. Doch du hast etwas davon. Was bin ich? An Onion! Oh! I think you would have also understood it. Okay, I just understood about something about a head and a knife and dying. Yeah. Da muss sich jemand sehr schlau vorkommen. Sollen wir das Ding gewinnen? I can't save here, I think. Also can't go in the menu. Oh. Ich bin in der Vergangenheit, nie in der Zukunft. Ich existiere nicht, aber habe existiert. Ich sah, was du sahst und werde es für immer sehen. Was bin ich? Erinnerung. What's that? Memory. Oh. Er spricht wahr. Hehe, wir sind unaufhaltbar. Sollen wir das Ding berühren? Ja. In den Höchsten bin ich blau, doch immer bin ich rot. Im Frosch bin ich kalt, im Hund bin ich warm. Was bin ich? Blatt. Oh. Ihr spricht wahr. Diese Jahrmarkt-Parodie können wir gar nicht früh genug hinter uns lassen. Yay, level up. I'm not touching these. Ooh, what happens if you touch them? And some reduce your stats permanently. Some teleport you at the beginning of the tower. Some no. Hurt you. Okay, I remember trying to get them all, but I got bored or something. Because I kept having to go outside and inside to save. Oh. Sollen wir das Ding berühren? Ja. Ich werde euch 10 Fragen stellen, die mit dieser Welt und all ihren Ebenen zusammenhängen. Ihr sollt mindestens 9 Fragen beantworten, sonst sollt ihr bestraft werden. No. Ein lustiges Ratespiel, wunderbar. Nun ja, nach all der Zeit, die wir in dieser Welt verbracht haben, dürfte das wohl kaum ein Problem darstellen. Ganz genau, fang an. You see. Frage 1. Wie viele Fähigkeiten könnt ihr am Fähigkeitengenerator lernen? How should I know? Vierundsiebzig, 19, I think. Like,
this seems so out of place. I would pick that one. It's like 16, 18, 19, 74. That's a lot. I don't know. There's a lot of spells. That's true. Wait, no. It means the abilities, not the spells. Oh. When did 18? I don't actually remember. 18? That sounds good. I think it has to be an even number because there's like the same amount on both sides, right? Yeah, so it can't be 19. Wie viele intakte Städte, ja dazu, wie viele intakte Städte stehen weder unter der Kontrolle des Clans noch der Elras? Syra, Silas. Okay, but is he talking about the original game? Because Mestor was also ours. Oh, that's a tricky so that question. Would be three. Like when I remember when you start Everlasting Blood, you can visit Mestor. But I don't know if that means if Mestor is controlled by the clan or not, or if you can just visit it because why not? Ha! I don't know. But it should be part of Varys, so maybe two Syras and Silas? I don't know. Frage 3. Wie viele Stockwerke umfasst Pharao Usters Pyramide? How should I know? 10? Was ist das am wenigsten wertvolle? Saphir, kostbares Fell, Lebensank oder Rune der Verdammnis? I don't know. Wie viele theoretische Führer zählt die derzeitige Generation des Clans der Heiligen Krieger? Nyria, Annabelle, Dystox, Miael, Beatrice, Aaron, Asmus. That's 7, right? Was that even right? I have no idea. The leaders of the clan. Yeah, 7? Welche dieser Städte ist einst aus einem königlichen Fürstenhof hervorgegangen? Mestor, Genus, Ordun oder Eltern? Oh mein Gott, I think it was Genus. But I don't remember. They told us too, but so long ago. Oh my god. Welcher der 9 Schlösser besitzt die wenigsten Räume? How should I know? Which castle of the 9 has the least rooms? Saras. Maybe Saras, but no, you can go up Saras. So was that Yola? Maybe. I honestly have no idea. It's hard to visualize them on the spot. No. Which one had the edge towers? Was that Yola or Saras? I think it was Saras because you went there with Nuria. Right. I think Saras didn't even have those. Oh my god, it sucks because they both look the same. Wie war der Titel der Clanführerin Beatrice die Dunkle, bevor sie zur Führerin aufstieg? Schwarze Hexe. That's what I was gonna guess. I remember she was to a charmantes monster, but I forgot if that was just... That wasn't the title, I think. Welche Haarfarbe hatte Garda Zeit seines Menschseins? Purple. Lila, blau. Okay. Wer ist der allertollste Pharao?
Ustra! Ihr Narren, das waren 5 falsche Antworten. We get 5 bears to fight now. Oh mein Gott. The Baron friend. Nyria, help. Oh my God. Nyria. Wow. Wow is right. That guy's quite a pretty pink though. Aww. Good job. It's cool that they're all different. I wonder what sort of creatures would have appeared if you'd gotten them all wrong. I'm not sure. Großartig. Jetzt müssen wir diesen ganzen Mist nochmal machen. No, we won't. Und diesmal besser richtig. No, fuck that. I'm gonna go out to save. And heal, of course. Wait, where was that one thing? What's this? Ooh. Wir sind Vampire, keine zu bespielenden Kinder. Ruhig, Asuka. Erstmal sehen, was passiert. Oh no, are you kidding me? Yeah. Is it this one? Did you get it? Yes. Yeah! Jetzt wünsche ich, dass wir Vampirdiener für sowas hätten. Bei sowas brauche ich keine Hilfe. Rätseleien sind nervenaufreibender. Oh mein Gott. Ooh. I think I remember the solution, so I guess it's kind of unfair. Oh. Maybe I'm wrong. 6 kleine Bürger, bunt und fein, 6 kleine Bürger, ehrlich und rein. Nur 2 von ihnen lügen. Ich frage mich sehr, hör allen zu und verrate mir wer. Ah, I think it was this guy. Ist Grün einer der beiden Lügner? Ja, Grün lügt. Dein Urteil wurde vernommen. Maybe I should listen to them. Ich spreche die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Pink aber lügt. Bei Schwarz bin ich mir nicht sicher. Ich habe nie gelogen, bin stets aufrichtig, doch Blau lügt. Glaub ihm kein Wort. Ich bin der ehrlichste Bürger hier und genauso Gelb, der die Wahrheit sagt. Pink lügt oder nicht, kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen. Ich kann nicht lügen, bin zu ehrlich. Grün lügt im Gegensatz zu mir ohne Unterlass. Ich bin mir nicht sicher, ob Blau lügt oder wahr spricht. Schwarz ist eine ehrliche Natur und sagt die Wahrheit. Bei Blau bin ich unsicher und ich lüge selbstverständlich nie. Okay, so Pink ist the last liar. Ist Pink einer der beiden Lügner? Ja, Pink lügt. Wait, did I talk to Pink? No. My God, I did. Okay, but I remembered that it was green and pink. I remember that it was pink. Oh, my favorite. Yeah, I'm the pink one and you're the green one. Oh, cute. Dein Urteil war korrekt. Oh, I'm sorry, I should have talked to him. I'm so stupid. Oh, ich hoffe, Jedi weiß, die unheilvollen Aussehen seiner eigenen Räte zu deuten.
Ich bin sicher, wir können es ihm verständlich machen. What just happened? I don't understand. He was supposed to do the sound. Oh my god, I'm so bad at this kind of stuff. Me too, I'm not doing this. I'm such a give-upper. Give-upper, is that what you say? Auf den magischen Quitter? Quitter, yeah. Und auf den magischen Tafeln dort scheint etwas zu stehen. Ich war Jean, die Winterkönigin. Im weißen Erdenfleck, der am kältesten war, bestieg ich nach dem Tod meines Vaters mit nur 12 Sommern den Thron des Winterkönigreiches und übernahm die Verantwortung über tausende Leben. Dabei half mir das Artefakt, das mein Vater mir hinterlassen hatte, ein kaltes Amulett, das einzusetzen er sich gefürchtet hatte. Ich fürchtete mich nie und so nutzte ich seine Kraft. Ich gefror innerlich und äußerlich und war nicht länger ein Mensch, fühlte keine Wärme oder Emotion. Doch ich erlangte die Herrschaft über das Eis und so ließ ich unser kleines Winterkönigreich innerhalb weniger Jahre zur kalten Großmacht aufsteigen, die ich sogar mit den Barbaren messen konnte, bis zu jenem dunklen Tag, an dem mir das Amulett entwendet wurde und nicht zu Eisstaub zerfiel. Nur vermuten kann ich, was folgend aus meinem Reich wurde. Okay, this looks like a wintry person, doesn't it? Yeah. It's the winter queen. Okay, I was wrong. Maybe it's the one beside her? She looks like she has like a fur around her neck, maybe? Yeah, you're right. I thought these were shoulder blades. Oh! But maybe it's fur. Oh, that was right. Good job, Snowy. Aw, oh, thank you! Oh, it's Elaine. Ich war Jasmir, der Funke. Mein Leben gehörte der Freude, mein Leben gehörte dem Spaß. Im Hofe hoher Könige verbreitete ich Freude und Lebenslust. Meine Seele war erfüllt mit dem Wunsch, die Menschen das Lachen zu lernen. Doch wirklich glücklich war auch ich erst, als ich an den Hofe eines Königs trat, der nicht zu sprechen noch zu sehen vermochte. Nur über sein Gehör und seine Magier konnte dieser große Mann regieren. Ich ergriff die Herausforderung, ihn mit meiner Stimme das Lachen zu lernen. Und nach Wochen der Anstrengung gelang es, ihm ein Lächeln zu zaubern. Er behielt mich an seinem Hof. Viele Sommer vergingen und wir wurden Freunde, der König und ich. Doch der Tag kam, an dem das Geheimnis des Königs herausbrach, das er sein Leben lang so vorsichtig gehütet hatte, dass er weder sehen noch sprechen konnte. Seine Feinde ergriffen seine Schwäche und überrannten sein Königreich. Die Berichte seines sterbenden Volkes in den Ohren nahm er sich das Leben mit mir. Oh mein Gott. Wow, that was a long one. It's a jester. The king killed himself and him. Oh my god. Ich war Meresa, die Mutter unter der Königin des Winters schöpfte auch ich neue Hoffnung für unser armes Land und gründete ein Dorf, das sich der armen, jungen, alten, schwachen und Hilfsbedürftigen annahm. Der Zustrom war groß und viele gute Seelen halfen mir, das weiße Land zu einem warmen Ort zu machen. Unsere junge Königin war gutherzig und schützte uns durch ihre Ritter. Wir weinten an dem Tag, an dem sie spurlos verschwand und ihr Reich schutzlos zurückließ. Bald schon kamen goldene Armeen eines fernen Wüstenlandes und vernichteten unser Reich und seine Städte, töteten die Menschen und ließen nichts heil. Als sie unser Dorf erreicht hatten, hatten wir uns schon mit einer süßen, schmerzlosen Medizin in einem traumlosen Schlaf begeben. Oh, guess these are the people and things that Ustras ascend. God, we had that word last time. Ancestors killed. Oh. Okay, it was the mummy. The mummy. Is this the mummy? The lame one? Either is that one or the one next here? Okay, that was the mummy. Oh, good job.
Ich war ja der Wunderknabe. Als einer der wenigen Menschen ließ die Kriegsherrin der Barbaren mich an sich ran. Hatte sie mich mit ihren Armeen doch auf der Straße aufgelesen. Woher ihre Güte herrührte, konnte ich nicht verstehen. Doch war sie mir eine Mutter, wie ich sie vorher nicht hatte. Und ob sie auch schreckliche Dinge tat und Kriege führte, für mich war sie meine mich umsorgende Mutter. Bis zum Moment, als ein böser Pharao ihr vor meinen Augen den Kopf abriss. Der einzige Grund, dass ich darüber nicht zu weinen vermochte, war, dass auch mein Kopf alsbald auf dem Boden lag und ich zu meiner Mutter ging. Oh. Sounds like a child, don't you? Oh. Maybe it's an adult too. Okay. Oh, good job. Ich war Kaelon der Hässliche. Diesen Namen trug ich wohl zurecht. Mein kleiner Leib entfloh missgestaltet meiner Mutter und unter dem Spott und der Zwietracht anderer Kinder wuchs sie auf als Dieb und tu nicht gut, bis ich im hohen Alter des Rufs den Ruf eines Meisterschurken in mir verewigt hatte. Mein Ruf reichte so weit, dass ein fremder Pharao mich zu sich riefen ließ. Er teilte mir den Auftrag, einer jungen Königin ein wertvolles Artefakt zu entwenden. Er störte sich nicht an meiner Fratze und versprach mir Reichtum und Frauen, sollte ich erfolgreich zurückkehren. Ich kehrte zurück und das erfolgreich, doch erwarteten mich nicht Weib und Gold, sondern ein ewiges Gefängnis aus Spiegeln. Der Pharao war ein grausamer Mann und so musste er geahnt haben, dass ich die Welt nach wenigen Monaten mit einer herausgebrochenen Spiegelscherbe von ihrem hässlichsten Bewohner befreien würde. Oh, that's sad. He was ugly. Maybe it's this one or this one. And sure, this looks like a dwarf gnome. Oh, maybe. I wasn't sure what he was. Yeah. Then he was promised, became a master thief, and was promised stuff from the pharaoh. But then he was thrown into a prison with mirrors to look at himself. Then he killed himself with a shard. That's so sad. True is, so maybe it's this one, but he's not phasing us, but he does have a, like a thief cape. Oh yeah, that's true. They're not sure if they're talking about Usta or if it's his ancestors. Ich war Nabor der Schlechte. Stets versuchte ich das Richtige zu tun, stets versuchte ich das Glück im Leben zu finden, doch war ich von den Göttern mit finsterem Unglück und dämonischer Dummheit gestraft worden. Kein Tag, an dem ich nicht stolperte und etwas oder jemanden mit mir riss. Kein Tag, an dem ich mich nicht entsetzlich versprach und jemanden schmerzlich erzürnte. Zu traurigem Ruhm gelang ich in meiner Tätigkeit als Vorkoster eines Grafen des Königs. Der Graf liebte Torten, sie waren sein tägliches Brot und so auch meins. An jenem fatalen Tag, als mir zwei Kirschtorten bevorstanden, kostete ich nur eine, unvergiftet. Und schob ihm dann in meiner entsetzlichen Verträumtheit die andere zu. Das Schicksal wollte, dass diese wohl vergiftet war. Zumindest war dies dem Hof die schlüssigste Erklärung für den anschwellenden und laut platzenden Kopf des Grafen. Ich war kein Kind Fortunas. Dies wurde mir ein letztes Mal bewusst, als man mir anbot, statt einer Hinrichtung mit verbundenen Augen eine der beiden Torten zu verspeisen. Was tasting. Oh, so that's a guy. Oh wait, no, maybe this one, that's a guy. He was tasting pies and it was fine, and he gave the other to the king, and the king was poisoned and died, and then instead of being executed, they blindfolded his eyes, made him taste one of the cakes. If I translated that right. Ich war Nausea, die Erkunderin. Zeit meines Lebens machte ich mir unter Waldläufen und sie dann einen Namen. Man besang mein Geschick, meine Flinkheit und meine Raffinesse. Oft verspottete man mich, doch nicht mehr, wenn ich ein Dorf frühzeitig vor einem Barbarenangriff warnte oder für den König ruhmreich spionierte. Doch war es ausgerechnet ein erzürnter König, dessen kleines Geheimnis ich offenbarte, der mein Ende bedeuten sollte. Erst nach Monden war eine passende Guillotine gefunden. Guillotine. Is it this one? I think it's a girl, yeah. Okay, no, it's this one. No!
Okay, I think I wasn't reading the text right. Okay, fitting guillotine. Is that guillotine? What is it called? Guillotine? Guillotine. Oh my god, I'm so sorry. No, it's okay. Probably because it's so small. Ich war Mystia, die schreckliche Kriegsherrin des freien Volkes, das die Menschen Barbaren nannten. Lange vor Pharaos oder Elras schon überzog ich die mit meinen Männern die Welt mit Furcht und Schrecken. Meine gehörnte Keule war gnadenlos, mein Sadismus unersättlich. Doch letztendlich wurde mein Volk von der aufsteigenden Kultur der Pharaonen verdrängt. Okay, you're the last one left. Yay. Yay. Mit dem Rumgeschiebe werden wir fertig. Auf zum nächsten Raum. Okay, it's open. But I would wow, like you to look. Oh my god! Oh my god! Sag mal, was ist eigentlich unser Plan, sobald wir Uster erreicht haben? I swear, we would have been at 1 HP and he would have killed us. Plan, was meinst du? Ich würde sagen, ihm den Kopf von den Schultern zu schlagen, klingt doch vernünftig. Ja, schon klar, aber als wir das kürzlich versucht haben, hat er uns vernichtend geschlagen und mittlerweile dürften wir noch mächtiger sein. Warum sollten wir ihn also diesmal besiegen können? Verdammt! Hättest du das nicht früher ansprechen können? Verzeihung, my lady, ich ging davon aus, dass jeder hier sein eigenes Gehirn besitzt. Ist jetzt egal, es gibt eh nichts mehr, was wir gerade noch tun können, um stärker zu werden. Wir müssen einfach länger durchhalten als Uster. Leichter gesagt als getan. Wir sind zu viert und der Kerl hält uns für absolut ungefährlich. Vielleicht können wir das für uns nutzen. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal darauf, ihn zu erreichen. Der Rest ergibt sich dann wie immer. Große Strategien war wohl nie unsere Stärke. True that. Okay, we're fine. Okay, let's quit for now, but next time I'm gonna go back down and look at the rest of the details. Okay, that sounds good. Oh my god. I'm having fun, I like this tower, but... Me too! Maybe something is gonna kick our ass still, I still don't trust it completely. But I guess we see next time. I'm excited. Me too! Bye bye. Bye bye.